Wir kommen zu Auf zwei Perlen und heute geht's in einem Rundumschlag um Star Trek auf Super 8. Für alle, die jetzt über das Schlagwort Star Trek auf diesem Video gelandet sind, noch vor Streaming, vor Blu-ray, vor DVD, vor Laserdisc und vor der Videokassette gab es schon die Möglichkeit, Filme für den Hausgebrauch zu kaufen und die waren dann auf Super 8 Format kopiert. Das heißt, da hat man dann wirklich eine Filmrolle gehabt, einen Projektor und hat es an eine Leinwand projiziert. War ein teurer Spaß, exklusiv und was ganz Besonderes. Also das erste, was von Star Trek auf Super 8 veröffentlicht wurde, waren tatsächlich 12 komplette Episoden aus der klassischen Fernsehserie. Die New Yorker Firma Canterbury Films hat sich erlaubt, das zu machen, weil sie festgestellt haben, dass am Ende des Abspanns von diesen 12 Episoden kein Copyright eingeblendet war. Und da haben die gedacht, dann bringen wir die doch mal bei uns auf Super 8 raus. Dazu gehören dann so Episoden wie Trouble with Tribbles oder Where No Man Has Gone Before und Menagerie. Red Fox hat dann auch noch ein, zwei von diesen Episoden parallel rausgebracht und Thunderbird Films hat 4 15-Minuten-Fassungen rausgebracht von diesen klassischen Episoden. Darunter, ich muss es gerade mal nachlesen, By Another Name, The Deadly Years, sagt mir jetzt alles gerade aktuell nix. Ich muss allerdings auch sagen, diese alten Originalepisoden in der Komplettfassung sind äußerst selten und diese 15-Minuten-Fassung habe ich eigentlich bisher noch nie irgendwo gesehen. Na gut. Neben dieser Handvoll von TV-Episoden gab es auch noch 2 Rollen mit Bloopers, also diese Aufnahmen, wo sich die Schauspieler versprechen oder gegen die Tür laufen, die dann doch nicht aufgegangen ist und so weiter, kann man sich auch mittlerweile auf YouTube anschauen. Hier ist ein kleiner Ausschnitt, der im Hintergrund läuft. Und in den 90er Jahren gab es dann eben auch komplette Star Trek Kinofilme auf Super 8, zum Beispiel Generations oder Insurrection. Kann man sich auch über Steve Osborne sicherlich noch in irgendeiner Form besorgen. Die sind natürlich nicht ganz billig. Und als Ergänzung gab es auch Trailer zu allen 10 alten Star Trek Kinofilmen. Also wirklich von Star Trek der Film bis zu Star Trek Nemesis. Alles Trailer auf Super 8. Die wurden dann teilweise sogar relativ abenteuerlich produziert. Also Star Trek 2 habe ich zum Beispiel eine Kopie, die ist garantiert nicht offiziell. Da stimmt der Bildstand nicht mal in der Kopie. Ja, das heißt, du hast dann quasi die Füße sind dann oben, ja, weil das nicht richtig eingestellt war. Das war garantiert so eine schwarze Kopie, die irgendjemand so nebenbei mal gemacht hat, als der Trailer im Kino lief, schnell rübergebracht, ins Filmlabor eine Abklatschkopie gezogen und gut ist. Also da gibt es wahrscheinlich auch nur eine kleine Handvoll von Kopien davon. Kommen wir jetzt zu dem, was aber für den deutschen Massenmarkt Anfang der 80er Jahre auf Super 8 in Star Trek rausgekommen ist. Star Trek, der Film, lief bei uns ja 1979 an, am, laut Internet, am 27. März. Und ungefähr um die gleiche Zeit brachte dann Marketingfilm einen Einteiler heraus. Hier haben wir ihn. Star Trek, der Film, in theoretisch 17 Minuten, stimmt aber nicht. Also wir haben hier auch gleichzeitig eine Verpackung, die man von Marketing International kennt. Das heißt, hier sind ja mehrere Sprachen. Ansonsten ist es sehr schön gemacht. In dem leuchtenden Blau von Marketing, schönen Fotos. Ja. Und wenn man dann aufmacht, hat man hier auch dieses Marketing International Werbedruck drin und hier liegt die Rolle mit dem Film drin. Aber wer sich den damals quasi direkt nach dem Kino für 150 D-Mark ins Regal gestellt hat, der wurde böse überrascht. Das ist nämlich keine Kurzfassung von Star Trek, der Film, sondern ein langer Werbeclip, eine Promorolle. Und geht dann letzten Endes auch keine 17 Minuten, sondern so ungefähr 14, 15, weil am Schluss nochmal ein 3- bis 4-minütiger Marketing-Werbefilm über das Gesamtprogramm angehängt ist. Das war natürlich für die Leute dann ein bisschen frustrierend. Ne? Heutzutage finde ich das nach wie vor oder ganz besonders schön zu gucken, denn der hat so ein paar Eigenschaften, die für sich allein stehen.
Zum einen ist es so, dass wir hier einen quasi Trailer-Kommentator haben, der den Film bewirbt, was schon mal sehr schön gemacht ist. Wir haben animierte Filmtitel, die durch die Gegend fliegen, die sind auch klasse gemacht. Und wir haben Ausschnitte aus dem Film, die nicht auf dem Niveau sind, wie man später aus dem finalen Film kennt. Das heißt, die sind zum Teil musikalisch anders unterlegt, die sind auch anders synchronisiert, haben andere Sprecher und die Spezialeffekte sehen zum Teil auch anders aus, als man sie dann später eben im Film sieht. Und da gucken wir uns jetzt mal einen Ausschnitt an, die Sequenz, wenn die Enterprise in das Wurmloch eintritt beim ersten Versuch auf Warp zu gehen. Die ist nämlich hier in der Super 8-Fassung tatsächlich anders synchronisiert. Maschinenraum, Bereitheiten für Solantrieb. Simulatorgrenze kritisch, Captain. Ich kann nicht garantieren, ob sie das durchhält. Solantrieb, Mr. Scott. Sol 1, Mr. Sulu. Solpunkt für Eingang. Sol 07. Sol 08. Ein schwarzes Loch. Schalten Sie auf Normalantrieb, Mr. Sulu. Was ist denn passiert? Das rote Licht ist aus. Impulse spielen verrückt. Sir, die Eingangsimpulse steigen weiter. Dämpfen Sie den Antrieb, Captain. Subfrequenzen zusammengebrochen, Sir. Schwarzlocheffekt. Negative Kontrolle der Kommunikationsposten. 22,5 Sekunden, bis die Geschwindigkeit bei minus Sol angekommen ist. Wir steuern auf ein schwarzes Loch zu, Captain. Es liegt direkt vor uns. Alle Schutzvorrichtungen einschalten. Schwarzlocheffekt hat die Hauptstromerzeuger übersteuert. Dann schalten Sie auf Handbetrieb. Handbetrieb auch übersteuert. Alle Sicherungen sind durch, Captain. Jede Steuerung ausgefallen. Wie viel Zeit bleibt noch? 20 Sekunden. Mr. Chekhov, bereiten Sie die Phaser? Nein! Nicht die Phaser, glauben Sie mir. Photon, Torpedos, bereit? Objekt, komm immer näher! Torpedos, startklar! Kontakt in 8 Sekunden! Feuer, Torpedos! 6, 5, Torpedos! 4, Feuer! 2, 1! Mir macht das immer wieder Spaß, den Film zu gucken, weil die Originalfassung ist ja schon ein bisschen behäbig und so hat man dann quasi so ein paar Schmankerl aus dem Film. Dieser Kommentator, der gefällt mir ganz gut. Es springt so ein bisschen auch die Faszination rüber, die damals, als der Film rausgekommen ist, da mitgeschwungen ist. So, und wenn man jetzt Lust hat, sich den anzuschauen, dann kann man natürlich zu dieser dreiteiligen Marketing-Version greifen, die ein Jahr später, also Anfang 1981 von Marketing auf den deutschen Markt gebracht wurde. Da haben wir sie, ist eine der letzten Veröffentlichungen von Marketingfilmen und sehr rar, sehr gesucht. Der wurde gerade letztens in Kombination mit der Promorolle für 300 Euro versteigert. Das ist jetzt was, das kann ich dann auch nicht mehr ganz nachvollziehen, finde ich viel zu viel. Ja, diese Filmfassung hat ja damals, wenn man sie sich gekauft hat, 450 D-Mark gekostet und ist quasi geschnitten von der Originallänge, der geht ja über 2 Stunden, auf 54 Minuten. Das heißt, das ist jetzt quasi die Länge einer Star Trek-Fernseh-Episode. Und das tut dem Film gut. Also der hat jetzt da auf Super 8 eine Dynamik, die kennt man vom Originalfilm nicht. Das macht richtig Spaß zu schauen. Es gibt auch tatsächlich Agfa-Kopien davon, die sind ganz, ganz selten. Also ich habe das Glück, dass zumindest die erste Rolle von mir auf Agfa-Material kopiert ist. Das heißt, die Farben sind echt noch so wie damals. Die anderen beiden Rollen habe ich in Italien behandeln lassen. Da sind die Farben jetzt auch wieder soweit ganz okay. Das Einzige, was mir bei dem Dreiteiler nicht ganz so gut gefällt, ist ganz am Ende, wenn V'ger quasi transzendiert. Das sieht man in der Super 8-Fassung nicht. Die haben das tatsächlich weggeschnitten. Man steigt dann in die Szene ein, wenn die Enterprise quasi aus dem Licht rausfliegt. Also da ist dann plötzlich so vorbei. Ja. Trotzdem, sehr schönes Teil.
Die Kopie selbst hier, Ton ist prima, toll geschnitten, schönes Teil, auch wenn ich ja nicht so auf Dreiteiler stehe. Und hier ist jetzt quasi, weil das sind leere Verpackungen, hier ist dann quasi mein Dreiteiler drin, an einem Stück. Marketingfilm hat sich auch noch die Rechte gesichert an Star Trek 2, der Zorn des Khan. Der wurde allerdings dann doch nie auf Super 8 veröffentlicht. Es gibt wohl Testkopien des Dreiteilers, die kursieren. Das ist aber so eine Legende unter Super 8-Sammlern. Also man hat irgendwie davon gehört, gesehen hat es jetzt noch keiner. Das ist auch nicht wirklich griffig, ob das wirklich existiert oder nicht. Wobei ich meine, den mal auf eBay gesehen zu haben, wo der für einen exorbitanten Preis über die Bucht gegangen ist. So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich zeige euch jetzt zum Abschluss nochmal einen kleinen Ausschnitt aus der Promo-Rolle und sage dann bis zum nächsten Mal. Ab. Dies ist die Reise des Raumschiffes Enterprise. Es erforscht die äußersten Grenzen von Raum und Zeit, fährt zu den entferntesten Zielen des Universums und versucht, das größte Geheimnis, dem die Menschheit je gegenüberstand, zu ergründen. Viger ist wie ein Kind, immer wachsend, einsam, suchend, instinktiv, fordernd. Fordernd? Was? Es weiß nur, dass es etwas fordert, Commander. Aber wie so viele von uns, weiß es nicht, was. Nach Millionen von Jahren der Entwicklung, nach ungezählten Zeitaltern der Entdeckungen, nach Jahrhunderten technischen Fortschritts beginnt die wahre menschliche Geschichte erst jetzt. Star Trek, der Film.